Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map und ich habe mich um das Problem gekümmert, das wir auf der Wiese hatten. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe aber die Wiese offscreen fertig gemäht und auch Ballen dann aufgeladen und da hatte ich irgendwie keine Probleme mehr. Also von dem her, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Und ja, bisschen komisch, aber so ist es halt. So, jetzt brauchen wir hier noch kurz Sülzfeld Nordhof. Genau. Und ich habe hier dann Feld 15 auch noch schnell fertig geerntet, weil wir sonst irgendwann ein Problem gekriegt hätten in den nächsten Minuten, dass das Feld verdorrt. Weil es war ja schon auf Erntereife 3 und das Risiko wollte ich nicht eingehen. So habe ich das hier mal soweit fertig gemacht. So, jetzt muss natürlich die ganze Geschichte hier wieder nach Hause. Dann holen wir uns einen Flug. Feld 5. Feld 15 drescht. Ach, wir haben noch keinen Ordner. Feld 15. So. Ja, es gibt so viele Kurse. Xerion. Ah, den habe ich zum Industriepark geschickt. So, Sülzfeld. Hof. Gut, Xerion hatte nämlich, letztes Mal hatten wir noch Biodiesel zur Sojaproduktion geschickt. Und das haben wir jetzt zurückgebracht, das Fass. Wir werden jetzt gleich noch den Raps, den wir gerade geerntet haben, hier anliefern lassen. Damit wir hier eben noch ein bisschen mehr produzieren können. Gerade mal gucken, ich glaube Wasser brauchen wir auch, wenn wir sobald mal die Gerste. Wie viel haben wir jetzt drin? Oh, 63.333. Ja, ich denke, das schiebe ich mal auf irgendwann anders. Wir gucken jetzt mal nach dem Big M. Er sollte hier nämlich noch eine Wiese mähen. Das scheint auch gut zu funktionieren. Und dann haben wir eben hier noch unseren MAN-TSG stehen. Was war das? Komisch. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir haben den Kurs, der geht vom Hof zum Raps und zum Hof zurück. Den könnten wir jetzt eigentlich gut nutzen. Ich glaube, der kommt sogar hier vorbei. Und der sollte dann auch alleine ausladen. Ist nur die Frage, was wir da brauchen. Drescher abtanken. Abfahrer, glaube ich. Raps. Ein Durchgang.
So. Ja. Ich habe mir damals... Hä? Lässt sich der LKW hier drehen? Das sieht aus, als wäre der gedreht worden. So. Ich wollte mich aber eigentlich um die Ballen kümmern. Wir werden die jetzt mal am Hof verkaufen gehen. Und dann gucken wir mal, ob die uns auch genügend Geld bringen. Weil die sollten uns schon ein bisschen was bringen. Wir haben vorne große Ballen geladen und hinten kleine. Weil es irgendwie nicht funktioniert hat, dass wir... warte mal. Hier mal. Einen kleinen Weg. Das hat irgendwie nicht funktioniert, dass wir die Maschine richtig einstellen konnten. Warum? Keine Ahnung. War ich wieder ein bisschen zu doof. Wir fahren weiter, wir biegen nicht hier links ab, sondern wir fahren nachher wieder oben rum. Ich habe nämlich gehört, der Kuno hat gesagt, Silageballen sind gerade Renner, da kann ich einen Haufen Kohle mit verdienen. Deshalb probieren wir das mal aus. Gucken wir mal, ob der Kuno recht gehabt hat. So, Wiese 8 hier könnte man natürlich auch noch zu Ballen pressen. Aber ich dachte, jetzt fahren wir mal auf eine andere Wiese. Weil hier haben wir ja alle schon mal bearbeitet. Das wird ja dann ein bisschen langweilig. Big M, durchdrehende Reifen, der steht bestimmt wieder auf einem Ballen. Ich weiß nicht, was die Maschine immer macht. So, Feld 17, 19 hier ist natürlich immer noch fertig. Braucht aber noch ein bisschen, bis wir das ernten, weil eine Düngestufe, die will ich noch mitnehmen. Oh, und der Lex, der Big M hat sich selbst befreit, das ist schon mal gut. Also ne, eigentlich muss ich ja den Weg hier bis zum Hof machen, gell? Ich möchte den Weg halt korrekt einfahren. Deshalb muss der hier weg. Mal kurz aufräumen hier. Geht's aber wieder ab hier. Heute haben wir wieder Bohnen in den Beinen. So. Beenden. Speichern. W15. W6. Hof.
Habe ich das jetzt richtig genannt? W6, jawohl. Jawohl. Na toll. Jawohl, na toll. So, da gucken wir mal. Wir machen die Ballen mal los und hoffen, dass sie liegen bleiben. Und dann hoffe ich, dass es so viel Geld gibt, wie ich dachte, und es gibt nicht so viel Geld. Das, dann muss ich mir überlegen, ob ich die Ballen wirklich hier verkaufe. Ich habe nämlich gestern im anderen, auf der anderen Map, auf der ich gestreamt habe, Ballen verkauft. Und ich muss echt sagen, da habe ich fast das Doppelte gekriegt. Ja. Und wenn ich das bedenke, dann. Wenn ich das bedenke, dann muss ich mir überlegen, ob ich wirklich den weiteren Weg auf mich nehme. Muss ich mal aufhören hier. Kurz. Ja, also. Weil da habe ich wirklich knapp 4000 dafür gekriegt. Das ist halt dann schon ein erheblicher Unterschied. Warum hat der da jetzt so einen Haken drin? Wegen der Feldinsel, und wo ist die Feldinsel? Ja. Ja, also das muss man, das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich hier dann einen weiteren Weg fahre. Gehhaus. Das Dörfchen kenne ich ja gar nicht. Was war das hier, gell? Gibt's hier irgendwas Interessantes? Naja. Außer dem Friedhof. Der Olaf Günther. Nochmal der Olaf Günther. Nochmal der Olaf Günther. Günther. Olaf Günther, Olaf Günther, Günther, Olaf. Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Kann ja nicht sein, dass hier nur der Olaf Günther liegt. Nein, nein, nein. So, ich kann hier. Ah, hier doch. Oh, aha. Oho. Aber nee, Moment. Hier gibt's keinen Verkaufstrigger. Der ist nur hierhin platziert. Ich dachte jetzt schon, hier wäre noch ein Verkaufstrigger. Aber ist schön gemacht. Ja, das finde ich ja toll. Und hier auch mal so wieder so ein Crafty. Eigentlich müssen wir das hier Olaf Günther Town nennen. So, ich wollte. Ja, wir müssen nachher einfach ausprobieren, ob der andere Ballentrigger mehr Geld gibt. Oh. Oh, was haben wir denn da? So, der müsste jetzt, glaube ich, sogar fertig sein, ne? Nein, doch nicht du. So, ich fahre hier noch ein bisschen drüber, da liegt nämlich noch einiges an Gras. Ich verschenke so ungern mein Gras. So, dann fahren wir mit der Kolonne hier. Haben wir das gespeichert? Glaub nicht. W5. Man.
Ich weiß gar nicht, warum wir hier eigentlich... Ah, da fährt man eigentlich auf das Feld. Jetzt fahren wir noch zu Wiese 7. Die ist nämlich auch groß. Achso. Wenn wir das hier ausmachen, dann sind wir ein bisschen schneller. Und wir machen vorher noch hier. Wir machen hier noch Flurbereinigung. Muss auch mal sein. Das ist alles krass. Also, ich erinnere mich gut daran, dass ich damals, als ich auf dem Land gewohnt habe, als Kind, die Bauern, die sind scharf gewesen auf den Flurstreifen. Wenn es wenig Gras hatte, haben die richtig die Flurstreifen malträtiert, damit sie noch ein bisschen mehr Gras kriegen. Das war wirklich so. Was da rauskommt. Jetzt wollte ich gerade mal noch was gucken. Steam sagt nämlich, auf meinen Produkte auf meinem Wunschzettel sind im Angebot. Ja, leider nicht das richtige Spiel. Zum Beispiel LS19. Das war schon im Angebot, ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie weit ich fahren soll. Ich könnte, glaube ich, bis nach Detmold fahren. Also, aber solange hier auch nichts mit Kollision kommt, sehe ich eigentlich auch keinen Grund, weshalb wir hier aufhören sollten. Ich werde jetzt aber... Ja, wir müssen aufhören. Wir können jetzt noch einmal zurückfahren. Und dann müssen wir uns zu Feld 7 begeben. Damit wir noch eine Ladung Ballen verkaufen können. Wir müssen nämlich ein bisschen Geld machen. Wir brauchen Geld, damit wir uns eventuell noch in dieser Erntereife, also in der maximalen Erntereife, noch ein Feld zulegen können. Deshalb würde ich sagen, ich mache hier ein paar Ballen offscreen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber sonst, wenn ich jetzt den Rest der Woche nur noch Ballen pressen würde, das würde euch, glaube ich, auch nicht so gefallen. Deshalb machen wir das so. Aber nun. Hat der jetzt? Das muss ich jetzt mal kurz checken. John Deere hat... Der John Deere hat tatsächlich... den Raps abgeliefert, oder? Moment hier. Wenn er das gemacht hat, muss im Rapslager jetzt was drin sein. Ja, da ist was drin. Da sind noch 18.000 drin. Und wir haben schon wieder ein bisschen produzierten Diesel. Passt also. Super Sache. Super Sache. B. Ja. So, das freut mich nämlich immer, wenn sowas gut funktioniert. Wenn der automatisch irgendwo hinfährt und irgendwo irgendwas automatisch macht, ist das super.
So, jetzt fahren wir mal gerade mal rüber auf oder runter auf Wiese 7. Oh Gott. Ich sehe schon kommen, da werden wir viele Probleme haben mit den Ballen. Also so wie hier auch. Einfach rollen. Und da haben wir ein richtiges Gefälle. Das gibt ein Problem. Denke ich. Da ist ein Graben. Muss mal gerade gucken, wo wir da auf die Wiese drauf fahren können. Ein Gehhaus. Ja, wir sind jetzt wieder am Zipfel. Am letzten Zipfel von der Map. Das finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich toll, dass wir uns auch hier aufhalten. So, und wo ist jetzt die Einfahrt? Wir fahren hier rein. So. Feldrandkurs berechnen. Wir sind hier auf Nummer Wiese 7, also 107. Falls ihr vergessen habt, wie das geht. Zur Liste hinzufügen, dann haben wir einen Feldrandkurs. Dann können wir hier sagen, wir nehmen Wiese 107. Automatisch zwei Vorgewände. Was ist denn, wenn ich hier kein Vorgewinde mache? Weil ich bin gerade überlegen, die Ballen, die rollen in der Regel nach unten. Wenn ich jetzt im Zickzack einfach nur hochfahre, dann sammeln sich alle Ballen unten, dann wäre das eigentlich geschickter. Das dauert aber lange. Hoffentlich stürzt nicht ab. Startpunkt. Können wir mal sagen, wo du anfangen? Oh Gott. Nee, das machen wir anders. Alter, das war ja ein Kurs. So, am Startpunkt enden. So, nochmal berechnen. So ist das in Ordnung. Ja, dann fangen wir hier vorne an. Und dann fährt er sich langsam nach oben. Und meine Hoffnung ist, die Ballen, die fallen dann alle nach unten. Oder die rollen halt einfach nach unten. So wie es die Natur vorgesehen hat. Gut. Dann können wir uns endlich um den TSG kümmern. Und die neuen Ballen. Dann entlassen. So, wir gucken jetzt mal. Wir nehmen nur von den neuen Ballen auf. Das waren nämlich große. Ups, bin ich auf die falsche Tasche gekommen. So. Ja, Ultima 1.5. Oh nein, das war doof. Ja, okay. Ja. So, gucken wir mal, wie viel Ballen wir hier zusammenkriegen. Wie gesagt, ich habe gestern auf dem anderen Spielstand fast 4000 pro großen Ballen gekriegt. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Wo ich mir frage, fahren wir nicht lieber ein bisschen weiter? Big M hat durchdrehende Räder. Ey, du hast gerade erst angefangen, was soll denn das? Ja, kein Vorgewende, gell?
kein Vorgewende. Das ist das Problem. Schade. Ja, aber wenn ich einen Vorgewinde mache, dann stehen die Ballen im Weg. Wir probieren es. Ich glaube, wir werden es nicht mehr schaffen, die Ballen. Doch, wir bringen die Ballen heute noch auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall. So, hier haben wir jetzt auch die Sache, dass der eigentlich in die richtige Richtung fährt. Wo willst du jetzt hin? Hallo. Erster Wegpunkt. Anfangen. Hey, du willst jetzt nicht wirklich 2 Meter vorfahren und dann wieder das Ding ausklappen. Doch, das wird er machen. Okay. Mach, was du willst. Mach, was du willst. So, wir sind hier stehen geblieben. Ich werde auf jeden Fall die Ballen heute noch verkaufen. Mit euch zusammen. Damit wir einfach sehen, ob wir da wirklich so einen viel besseren Preis kriegen. Weil das ist, weiß nicht, wenn man sich das hochrechnet, dann macht es schon einen deutlichen Unterschied. Oh, kleine Geländeeinlage. Ah, okay, das sind. Da ist ein kleiner Ballen dabei. Das ist eben die Geschichte. Das war ein bisschen doof, dass es mit der Ultima nicht so ganz funktioniert hat. Bei dieser Wiese hier. Und wir somit hier jetzt 2 verschiedene Ballengrößen haben. Das Vorgewende hat er, glaube ich, auf 1,5 gemacht. Und der Rest ist auf Kleinballen. Also es ist eher Zufall, dass ich die finde, weil ich kann die Größe schlecht einschätzen. Und das wird dann kleiner und das glaube auch. Okay, Moment, dann nehmen wir. Oh, da ist glaube ich ein Graben. Dann nehmen wir jetzt die paar da vorne noch mit und dann fahren wir mal flott, eventuell per Timelapse. Zu dem Ballenverkauf. Damit es sich auch lohnt. Angekommen sind wir bei der Deuka Futtermittelfabrikation.
Und jetzt werden wir mal gucken, was die Belge so an... Moment. Mach's nochmal fest, weil eigentlich sind wir, wenn wir genau gucken, ein bisschen zu hoch. Aber wenn die Ballen fest sind, dann passt man da durch. So, darum lassen wir die erstmal festgeschnallt. Jetzt können wir sie entschnallen. So, eine lose machen. Und wir kriegen hier fast wirklich, Moment. Wir kriegen hier wirklich 4000 pro Ballen. Wir kriegen hier 4000 pro Ballen. Das ist schon heftig. Und wir waren jetzt nicht mal voll und haben über 100.000 Öcken verdient. Das ist eindeutig. Daher würde ich sagen, wir verkaufen jetzt zukünftig nur noch hier. Zumindest probieren wir das. Hier haben wir noch einen Kuss zum Hof, das ist schon mal gut. Also wir werden hauptsächlich nur noch hier verkaufen. Ist zwar immer ein weiter Weg, aber es lohnt sich. Wir kriegen hier über 1600 Euro mehr für einen Ballen als am Hof. Das müssen wir einfach mitnehmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.